Ja, hallo und herzlich willkommen zum vierten Part von Pokémon Schwarz 2. Wir sind hier an der Stelle stehen geblieben. Und, oh Gott, ich bin richtig happy, dass die Capture Card jetzt hintereinander weg funktioniert. Wahrscheinlich werde ich es bereuen, dass ich das jetzt sage. Ja. Wir sind hier an der Stelle stehen geblieben und werden heute den Arena-Kampf machen mit unseren Haufen Auswechsel-Pokémon. Ich werde weiter sehr viel vorher trainieren, so gut es geht. Ja, beginnen wir einfach mal. In die neugebaute Trainerschule. Yo. Ich habe Laura aus Dowsing gebeten, hier zu unterrichten. Aber er hat abgelehnt. Er sagt, es sei Zeit, den jüngeren Leuten das Feld zu überlassen. Okay. Ja, er hat ja beim letzten Part schon so angegeben und ein bisschen... Er wollte uns ja trainieren, dann hat er irgendwie doch keinen Bock gehabt und dann... Keine Ahnung. Komische Alterkauz. Verwendest du während deiner Pokémon-Kämpfe eigentlich Items? Geht. Wir haben Sinnelbeeren im letzten Part bekommen. Hier, probiert das mal aus. Ach so, ach, während der Kämpfe. Eher weniger, außer Heilung. X-App, wer erhöht die Verteidigung des Pokémon, auf das du es angewendet hast? Ein Trainer muss sich gut überlegen, ob er während eines Kampfes eine Attacke oder doch besser ein Item einsetzt. Jo. Gibst du deinem Pokémon doch bestimmt Items zum Tragen, oder? Aber wie es aussieht, können Pokémon mit von Menschen hergestellten Items, wie zum Beispiel Tränken, nichts anfangen. Jo, das stimmt. Pokémon vom Typ Normal sind ziemlich anfällig gegenüber Kampf-Pokémon. Aber in dieser Gegend gibt es nur auf dem Dowsinghof ein Kampf-Pokémon, Riolu. Ganz genau. Wenn du mit einem Pokémon vom Typ Feuer, Wasser oder Pflanze kämpfst, kommt es nur darauf an, welches Pokémon stärker ist. Jo, weil das hat dann eine normale Effektivität. Man kann die Entwicklung ins Pokémon auch unterbinden. Ich lese dir mal aus dem... Ja, du musst B drücken. Ja. Gut. Pokémon Arena von Aventura City. Leiter Charon, anerkannter Trainer. Noch niemand. Also unser Rivale war noch nicht hier. Ich habe außerdem mal das Mikro um 10% höher gestellt und auch die Audio ein bisschen höher gemacht, dass ihr ein bisschen mehr vom Spiel hören könnt. Ich hoffe, das ist jetzt ausgeglichen. Jo. Hallo, ich helfe allen Trainern weiter, die sich in der Arena beweisen wollen. Mein Name ist Guido. Vielen Dank, dass du in der Arena antrittst. Hier für dich. Tafelwasser. Ich habe übrigens im Real Life noch nie so ein Tafelwasser aus einem Automaten getrunken oder aus so einer Box. Ich trinke wirklich nur die aus den Plastikflaschen oder so. Oder halt Leitungswasser. Ich weiß gar nicht mal, ob das gut schmeckt. Ein Pokémon-Arena ist eine Einrichtung, die dazu dient, die Stärke eines Trainers zu bestimmen. Einfacher gesagt, wer einen Arena-Leiter besiegen will, muss ein starker Trainer sein. Im Pokémon-Kampf verliert man, wenn man keine kampffähigen Pokémon mehr auf seiner Seite hat. Das stimmt. Von daher ist es von Vorteil, viele Pokémon dabei zu haben. Exakt. Ah, ein Herausforderer. Willkommen in der Pokémon-Arena von Aventura City. Ich bin Charon, der Arena-Leiter hier. Nun ja, ich bin gewissermaßen in den Job hineingerutscht. Ja. Wie dem auch sei, du musst natürlich einer Arena entsprechend begrüßt werden. Wir haben einen Herausforderer. Nehmt eure Position ein, ihr beiden. Das sind einfach irgendwelche Random-Typen. Das ist so die kleinste und billigste Arena, aber dafür auch die beste Anfangsarena. Wenn du die beiden besiegen solltest, darfst du gegen mich antreten. Okay, ja, das sollten wir doch packen. Charon erkannte mein Potenzial und hat mich zu einem Trainer in seiner Arena gemacht. Das ist einfach der Hinterhof der Schule. Teenager Christian. Okay, er hat zwei Pokémon. Mal gucken, wie gut die gelevelt sind. Ob wir mithalten. Level 9. Okay. Okay. Rankenhieb. Wir haben mittlerweile ein gutes Moveball. Oder zumindest ein mittelmäßiges. Und zack. Ja, fast. So ein Ruckzuckhieb oder sowas wäre nicht schlecht. Okay, was hat als nächstes ein Yawgreff? Weiter. Wir sweepen ja einfach durch. Wir haben so ein starkes Pokémon, also müssen wir uns keine Gedanken machen. Ah.
Übrigens, könnte sein, dass wir in diesem Part oder vielleicht sogar im nächsten schon das nächste Team, dein Volltreffer, dieser Wichser, ein neues Teammitglied bekommen. Das heißt, unten die Leiste wird sich wieder füllen. Ey, du bist ganz schön krass, oder? Also ist das nur dein Team, das krass ist? Naja, also. Auch ich. Ein bisschen. Übrigens, sorry, wenn ich jetzt wieder so absolut verstrubbelt aussehe. Das ist meine Morgenfrisur. Wir haben es gerade irgendwie so 10.30 Uhr. Oder irgendwie so, keine Ahnung. Und ich kämme mir früh nicht die Haare. Okay, da wir jetzt allerdings halb zerstört wurden. Fuck. Heilung. Das mache ich dann doch lieber über ein Touchscreen. Wir benutzen auch gleich das Tafelwasser. So. Das andere sind halt wirklich nur Auswechsel-Pokémon, die wenigstens einen Hit tanken können. Ihr so verrecken. Ich zeig dir jetzt mal, was Charin mir beigebracht hat. Okay. Wer Charin nicht kennt, er ist der Rivale aus Pokémon Schwarz und Weiß gewesen. Zusammen mit Bell. Habe ich, glaube ich, noch gar nicht erwähnt. Ja, die zwei waren die Rivalen. Und die sind mittlerweile gut aufgestiegen. Bell als Assistentin der Professorin und er als fucking Arena-Leiter. Okay. Wir machen mal Tackle. Ich will mal unseren Rankenhieb nicht zu sehr verschwenden. Na? Na? Verteidigung sinkt. Okay, das Ding muss weg. Hab meine Meinung geändert. Naja, okay, Rankenhieb. Wir können sogar noch schön auf Level 14 kommen vor dem Arena-Kampf. In Nagelotz. Ist halt auch eine Normal-Typen-Arena, also genau wie die zweite in Pokémon Schwarz und Weiß. Das heißt, wir können jetzt nicht so krasse Pokémon erwarten, halt einfach die Anfangsviecher. Sofern ist ja nicht so viel Variation gegeben. Oh, der kann Biss. Heilige Scheiße, wo hat denn der das gelernt? Biss ist eine starke Attacke, macht 60 Schaden vom Typ Unlicht. Das hat, glaube ich, sogar noch die Chance auf Zurückschrecken. Wissen langt man nicht nur durch auswendig lernen, man muss es auch anwenden, sonst vergisst man es schnell wieder. Exakt. Gut, damit haben wir die zwei Arena-Trainer besiegt. Bist ja echt gut, aber kannst du auch Charin besiegen? Das werden wir sehen. Ich gehe jetzt kurz zurück, heil mich. Dann sind wir ready für die Arena. Oh. Dieses Feeling. Es ist so, mittlerweile hat gefühlt ja jeder das Spiel gespielt, sei es vor 10 Jahren, wo es rauskam. Oder halt irgendwann nachgezockt vor 3, 4 Jahren. Wenn ich es jetzt noch spiele, das ist sowas von cool. Aber deswegen, ich glaube, dass es die Capture Cards für ein DS und 3DS und so auch in 2, 3 Jahren nicht mehr geben wird. Weil natürlich alles mittlerweile über HDMI läuft. Und selbst die Switch ja jetzt so eine Hybridkonsole ist. Okay, geben wir unseren Pokémon Items. Es ist jetzt die Frage. Frustration, was ist das? Je unbeliebter der Trainer bei seinem Pokémon ist, desto größer ist die Wirkung. Ja, ich knechte meine Pokémon jetzt nicht, ne? Ich glaube, ist das nicht auch so, dass du mehr an die Pokémon hassen, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass die auch mal nicht Angriffe oder so ausführen? So, wir haben jetzt so ein Seppi für eine Singlebeere gegeben. Sollte also ein bisschen was einstecken. Und wir speichern. Na, 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 da, 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 da. Komm schon. So. Hey, wie geht's? Genau wie es für dich der erste Kampf als Arena-Herausforderer ist, ist es für mich mein erster Kampf als Arena-Leiter. Geben wir beide unser Bestes, damit wir später stolz auf unseren Kampf sind. Let's go! Gegen Charin.
Was hat er? Er hat einen Nagelotz. Okay. Level 11. Okay, wir sind 3 Level drüber. Rankenhieb, unsere Step-Attacke. Können wir ein bisschen reinsammeln. Das ist auch nichts, ne? Das ist gar nichts. Jetzt haben wir die Sache. Geduld. Angriff von Nagelotz steigt, Spezialangriff steigt. Deine Attackenauswahl war weise und stark. Und vor allem stark. Ich denke mal nicht, dass er uns one-hitten kann. Wir nehmen mal hier noch ein... Was wollen wir? Wollen wir was, was unseren Angriff senkt oder Verteidigung? Wir machen mal Angriff. Wir wollen voll drauf sammeln. Wenn wir down gehen, gehen wir down. Ist das dein Ernst? Er pusht sich immer weiter. Ich glaube, er kann uns noch nicht One-Hit besiegen. So krass ist er noch nicht. Rankenhieb. Oh, du Scheiße. Heilung? Oder machen wir... Wir machen Wachstum. Er heilt es, das war klar. Allerdings steigern wir jetzt nochmal unseren Angriff. Und unseren Spezialangriff. Das heißt, wir können jetzt auch voll reinsammeln, genau wie er. Aber er pusht sich, okay. Nochmal. Zum Glück hat er nicht seine Inhalt gesteigert, sonst wären wir jetzt sowas von weg vom Fenster. Das nächste ist Yorklef. Wir bleiben drin. Ich werde den Boost behalten. Hoffen wir mal nur, dass es uns nicht so... Level 13, ach du Scheiße. Als Erinnerer, da bin ich die Steilwand, die du erklimmen musst. Das macht nicht mal die Hälfte weg. Ja, die Beere. Sehr gut. Dann halten wir wenigstens noch was aus. Sehr gut. Oh, knapp Kampf. Wir haben die anderen Pokémon aber nicht mehr gebraucht. Die ganze Ersatz und so war komplett sinnlos. Wir haben einfach nur draufgezimmert. Oh ja, das nenne ich einen Pokémon-Kampf. Es freut mich, dass du mein erster Herausforderer warst. Dieses Fazit ziehe ich aus unserem großartigen Kampf. Das hier bereiche ich dir als Anerkennung deiner Stärke und der deines Pokémon-Teams. Unser erster Orden. Epic. Geil. Mono erhält von Sharon den Grundorden. Bravo, der Grundorden ist dein erster Arena-Orden, ein denkwürdiger Moment. Besitzt du einen Orden, befolgen dir im Tausch erhaltene Pokémon bis Level 20 deine Befehle. Und das hier ist ebenfalls für dich. Sehr nice. TM83 Kraftschub ist so wie unser Wachstum, was wir jetzt bei Serpifeu haben. Werden Angriff und Spezialangriff stärker. Technische Maschinen kannst du übrigens beliebig oft einsetzen. Was auch in der 5. Generation neu ist. Diamant, Pearl, Platin sind die irgendwann ausgegangen. In der Innenregion gibt es 8 Pokémon-Arenen und folglich auch 8 Arena-Orden. Wer als Pokémon-Trainer etwas auf sich hält, der muss sie alle haben. Und nebenbei füllst du auch noch so die Seiten deines Pokédex. Ja, auch ich reiste vor 2 Jahren durch die Lande zusammen mit meinen Freunden und dem Pokédex in der Hand. Okay, wir haben Charon erledigt. Und wieso zum Geier ist es jetzt dunkel? Habe ich schon wieder die falsche Uhrzeit im DS? Ich habe letzten Part gemerkt, dass die Uhrzeit vollkommen falsch war. Ich habe abends aufgenommen, aber es war Tag und jetzt wird es mittlerweile dunkel. Hey. Wie war es denn so? Den Kampf gegen einen Arena-Leiter meine ich. Oh ey, das ist doch der Grundorden. Das ist ja unglaublich. Dabei haben du und deine Pokémon diese Reise eben erst begonnen. Als Trainer hast du offensichtlich gehörig Potenzial. Dann bekommst du jetzt auch noch das hier von mir. Die TM-Rückkehr. Oh, sehr gute TM. Beherrscht ein Pokémon Rückkehr, wird diese Attacke stärker, je mehr es sein Trainer mag. Sehr gute Attacke, vor allem bei Pokémon, die sich nur durch Vertrauen entwickeln. Bewirkt das echt Wunder. Also dieser Charon...
Hey Belle, wie geht's? Wir haben uns 2 Jahre nicht mehr gesehen. War. Ist irgendwas passiert? Ich dachte, es wäre vielleicht eine gute Idee, wenn ich mich in deinen Visucaster eintrage. Jetzt kannst du mich immer von deinem Visucaster aus anrufen. Mich auch. Okay. Ich habe auch noch Professor Escher eingespeichert. Und nimmt den Anruf an. Die ruft direkt an. Hallihallo Mono, ich bin's Professor Escher. Ich habe von Bell gehört, dass du den Pokédex an dich genommen hast. Das ist wirklich großartig, echt klasse. Dank dir wird sich unsere Beziehung zu den Pokémon noch weiter verbessern. Es ist wirklich wahnsinnig interessant hier, Professor Escher. Es gibt hier nämlich jede Menge Pokémon, auf die wir vor 2 Jahren noch nicht gestoßen sind. Ja, das haben die Entwickler aus ihren Fehlern gelernt. Vielen Dank, Bell, dass du diese Erledigung für mich übernimmst, obwohl es ein weiter Weg ist. Man sieht die Professorin gefühlt nie im Game. Das ist es ja. Die macht gefühlt gar nichts. Und wie läuft's bei dir so, Charon? So als frisch gebackener Arena-Leiter? Schön, dass wir uns mal wieder sprechen, Professor Oesche. Sie sprühen ja förmlich vor Energie. Wie es mir als Arena-Leiter so geht. Naja, ist ganz schön hart. Wenn ich wenigstens meine gewohnten Partner an meiner Seite hätte. Ach, du schaffst das schon, Sharon. Und wenn dir schwere Kämpfe bevorstehen, denk einfach daran, dass du damit die Beziehung zwischen, dass du damit die Beziehung zu deinem Pokémon vertiefst und auf diese Weise ein immer besserer Arena-Leiter wirst. Ist ja die Frage, was hat er mit seinen, weiß ich nicht, Level 50 Pokémon aus vor 2 Jahren gemacht? Hat er die freigelassen? Hat der Team Plasma geglaubt? Keine Sorge, alles wird gut. Und wenn Sharon, auch wenn Jen erst kürzlich zum Arenaleiter aufgestiegen ist, ich gerade mal Anwärterin auf eine Pokémon-Professur bin und Mono erst vor kurzem ein Trainer geworden ist, wir alle haben trotzdem immer unsere Pokémon an unserer Seite. Das hast du schön gesagt, Bell. Hast du toll gesagt. Und so weit ist eine Welt, in der wir zusammen mit dem Pokémon leben. Vergesst das niemals, was ihr auch tut, wovon ihr auch träumt, denkt immer daran, dass eure Pokémon immer bei euch sind. Es gilt besonders für dich, Mono. Dein Pokédex mag wichtig sein, doch an erster Stelle sollte der Spaß stehen, den du auf deiner gemeinsamen Reise mit den Pokémon hast. Sag das mal Competitive Gamers. Leute, die das Spiel wirklich zu 100% durchzocken wollen. Hey Mono, Professor Ash ist ziemlich cool, oder? Geht so. Wenn sie auf die Visokaste anrufst, bewertet sie die Vollständigkeit deiner Pokédex-Einträge oder verrät ihr alles Wissenswertes über die Entwicklung von Pokémon. Und uns kannst du natürlich auch anrufen. Ja. Genau, ich kläre dich über die Fähigkeiten der Pokémon oder über die Wechselwirkungen zwischen den Typen auf. Hey, Benny! Ey, bist du der Arena-Leiter? Dann lass uns mal gleich fighten. Du siehst nach einem recht starken Trainer aus. Alles klar, komm zu mir in die Arena. Wie meinen? Ich gewinne auf jeden Fall. Ein Arena-Leiter hat es wohl echt nicht leicht. Ich habe so eingerichtet, dass du jetzt das C-Gear verwenden kannst. Das ist eher Sachen, die ich nie benutzt habe und wirklich nicht wichtig sind im Spiel. Bitte schalte das C-Gear in Orten wie Flugzeugen oder Krankenhäuser, wo Drahtverbindungen verboten sind, stets aus. Ja, mach mal. Schau mal, wenn das C-Gear aktiviert ist, erscheint er entsprechend im Bildschirm. Ja, das ist nicht wirklich wichtig. Ich glaube, die meisten der Funktionen und so, das halt einfach beschließt sich auf Tauschen, Kämpfen und so weiter. Die Wi-Fi-Connection, der ganze Scheiß ist ja heutzutage eh nicht mehr aktiv. Also die ganzen Funktionen, selbst wenn ich wollte, könnte ich euch heutzutage gar nicht mehr wirklich zeigen. Vielleicht nur noch Kämpfe oder so irgendwann mal. Es gibt noch eine Arena in Wapitro City. Wapitro City liegt etwas hinter Dowsing. Danke. Jetzt habe ich aber mein halbtotes Serpi voll. Und wir holen uns mal noch die Medaillen bei dem Typen ab. Fundsachensucher. Und 9 Tippmedaillen. Ich weiß nicht, ich kann nicht mal sagen, wie weit ich das Spiel spielen werde. Werde das Postgame so gut das machen, wie es geht. Ich werde das schwarze Hochhaus machen. Also hieß es, glaube ich, in dieser Edition. Ja, das werde ich machen. Und halt Postgame-Kram. Aber die 100% werde ich mir nicht antun. Ganz gewiss nicht.
So. Wie lange nehmen wir auf? 20 Minuten, okay. Dann holen wir uns mal unser weiteres Partner-Pokémon heute noch. Machen wir noch 10 Minuten, dann haben wir noch die Zeit. Eigentlich können wir die ganzen Lappen, die wir jetzt eingesammelt haben, auch wieder freilassen, ne? Ich glaube, das mache ich auch gleich. Level 3, ein Witz. Du bist unwürdig. So. Okay, vielleicht haben die ja irgendwelche Items zum Tragen. Ich habe die gar nicht angeguckt. Ich habe die nur gefangen, wie wild. Pokémon bewegen. So. Item keins wäre an sich trainierenswert, habe ich aber keine Lust. Da habe ich mir im letzten Part so viel Mühe gemacht, die zu fangen. Elektro-Pokémon. Auch trainierenswert, habe ich aber keine Lust. Auch nicht. Das Level 7 Dusselgur behalte ich mal, weil das hat schon ein bisschen was. Das ist zumindest mein zweitstärkstes Pokémon im Team. Und wird separat erstmal dabei sein. So. Ich weiß nicht, wir könnten Laura jetzt nochmal davon erzählen, dass wir dass wir Charon besiegt haben. Ich weiß nicht, was der jetzt sagt. Oh, wie ich sehe, hast du dir einen Arena-Orden verdient. Das ist der Lohn dafür, dass du deine Pokémon so gut kennst und nur das Beste in ihnen hervorbringst. Ja, nix jetzt. Nix jetzt. So geil. Hier, ich gebe dir das und das Item. Pff, einfach, ja, gut gemacht. Ah. Nein, Bell. Entschuldige bitte. Ich hatte ganz vergessen, den Pokédex aufzurüsten, den ich dir gegeben habe. Ich füge die Habitatsliste hinzu. Eine großartige neue Funktion. Gib mir mal kurz deinen Pokédex. Ich will das Ding nicht. In der Habitatsliste kannst du prüfen, welche Pokémon sich in der Gegend befinden. Ja, schön für dich. Eine großartige Funktion des Pokédex. Schön für dich. Ja. Nein. Ja, im raschelnden Gras. Das werden wir noch finden. Das werde ich euch auf jeden Fall auch noch zeigen. Wie viel einem... Das fällt mir jetzt erst in Pokémon auf. Immer mit jedem Jahr immer mehr. Wie viel die einem am Anfang eines Games erklären. Das ist unmöglich. Oh, ein neues Pokémon. Stravikel. Drei Entwicklungsstufen. Käfer, Pflanze. Wäre an sich... Ich will mal gucken, ob wir von dem aufleveln. Ob der uns genug EP gibt. Nein. Was kommt mir denn da entgegen? Ah, du hast also den Grundorden, aber werd ja nicht übermütig. In der Welt geht es raus so und ich werde dich jetzt darauf vorbereiten. Okay, neuer Trainer. Herausforderung von Wanderer Igor. Oh, und er hat einen Riolo. Scheiße. Level 11, okay. Gut. Muss man gar nicht versuchen. Ich weiß nicht, ob das Ding schon Stahl ist. Ich hoffe mal noch nicht. Deswegen zimmern wir mit Rankenhieb rein. Oh Gott, das bringt ja gar nichts. Ja, aber normal ist auch nicht wirklich effektiv. Ne? Scheiße, scheiße, so klang das. Okay, Tackle. Finishen wir es. Zack, zack, zack. Übersteht die Attacke? Ach, wegen Ausdauer. Hm. Zöger es nicht heraus, du. Dammit. Du willst echt wissen, ne?
Danke. Das war ziemlich arrogant von mir zu meinen. Ich könnte dich belehren. Vor allem nur mit einem Pokémon. Shit. Ich muss mich dir geschlagen geben. Mit dem richtigen Pokémon deiner Seite kann auch ein Kind mit einem Erwachsenen mithalten. So ist das nun mal. Danke. Diese Begegnung will ich vermeiden, denn ich will erst mein... Mono, warte. Folgt mir, ihr beiden. Okay. Du kennst doch das dunkle, hohe Gras, ne? Das passiert zwar recht selten, ab und zu stößt man dort auf zwei Pokémon gleichzeitig oder ein starkes Pokémon versteckt sich darin. Nehmt dich also in Acht, wenn du dich in solches Gras wagst. Als nächstes vertraut ihr euch, was? Versucht ihr euch also an der Arena von Wapitro City? Dann nehmt das ja an euch. Pirsifbär. Wichtig. Du auch, Benny. Gut, dann gebt beide euer Bestes. Falls etwas ist, meldet euch einfach per Visucaster. Ja, die nächste Arena wird nämlich für uns ziemlich schwer werden. Noch schwerer wie der hier. Naja, Charon kennt sich eben aus. Und er hat auch gegen die Schergen von dem Plasma gekämpft. Ein Schluss steht fest, ich will stärker werden als er. Und du? Gib immer alles. Fülle die Seiten deines Pokédex und unterstütze mich, okay? Jo. Ah, natürlich. Kurz vor dem Item. Und wir bekommen einen Stravikel und einen Nagelutz. Level 10 und Level 11. Das wird hart. Oder wir flüchten. Ne, wir können es mal versuchen. Das Nagelutz muss auf jeden Fall zuerst weg. Windstoß machen wir auf Stravikel. Jetzt ist der Nachteil, dass wir noch kein zweites trainiertes Pokémon haben. Oh. Ja, das senkt nur uns Rinnet. Alles gut. Okay, sehr gut. Wir schaffen das. Dann geht nochmal auf Nagelotz. Wir machen erstmal das Nagelotz fertig. Zurückgeschreckt. Jesus Maria, endlich. Das wäre eine schwere Geburt. Für so wenig EP. Okay, okay, aufpassen. Das könnte hart werden. Weg, 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 weg. Erledige. Oh, Gott. Das war mies, Alter. Alter, 95 EP-Punkte, das ist Dussegur, ne? Er lernt Silberblick. Aber da revendiert sich mal, dass wir noch ein zweites Pokémon haben. Ich würde sagen, wir machen hier im nächsten Part weiter. Ja, wir machen hier im nächsten Part weiter. Haben auch hier unsere Möglichkeit, unser neues zweites Teammitglied zu fangen. Ja, würde ich sagen, bis dahin.